Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Ich begrüße euch einmal mehr ganz herzlich hier aus dem versunkenen Tempel, in dem sich das Schicksalsartefakt befinden soll und welches wir natürlich an uns nehmen werden, müssen, dürfen, können, beziehungsweise auch sollen irgendwann. Ja, und dabei gab es allerdings den einen oder anderen kleinen Arbeitsunfall, denn Nate und Wilbur dachten, ach komm, wir machen jetzt den Tempel mal gleich und versinken so ein bisschen im Erdboden, beziehungsweise eine Etage tiefer. Aber nachdem wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, dank Ivo, wissen wir jetzt hier die Kombination von Wilbur, der vor einer Steinplatte steht. Und ich denke mal, ich zeige es euch mal kurz, dass sich hier oben mit diesem Control Panel hier diese Steinplatte bewegen lässt. Gehe ich mal stark von aus. Wir werden jetzt Wilbur nochmal die Kombination sagen lassen, hoffe ich zumindest, denn ich habe sie mittlerweile ehrlich gesagt vergessen. Irgendwas mit Schnecke und Fisch, aber weiß nicht mehr. Ja, wie gesagt, wir gucken mal. Ich glaube, die Steinplatte ist eine Tür. Auf der Tür sind diese vier Symbole eingemeißelt worden. So Wasserzeug. Eine Schnecke mit langem Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Ja, alles klar. Und mit diesen Worten würde ich jetzt auch sagen, ja, ihr habt schon gesehen, ne? Es geht natürlich weiter und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. So, dann wollen wir jetzt nämlich versuchen, mit Ivo hier diese Räder zu drehen und die richtigen Symbole einzugeben. Mach mal. Kleine Elfe. Was für Zeichen waren auf Wilbur's Tür? So etwas wie eine Schnecke mit langem Hals, okay. Ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Ja, man müsste es halt wissen, ne? Dass, wie soll ich sagen? Dass Ivo das jetzt hier nochmal von sich gibt, das wusste ich halt nicht. So, okay, dann legen wir mal los. Eine Schnecke mit langem Hals. Das ist eine Muschel, würde ich mal behaupten. Das ist ein Seepferdchen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Paddel. Das hier ist eine Schnecke. Definitiv. Wahrscheinlich seht ihr das nicht, weil die Quali zu scheiße ist, aber hier sehe ich die. Also das ist das Schneckenhaus. Und das soll wohl den langen Hals symbolisieren. Okay, gut, lass ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Schnecke ist. So, was hatten wir dann? Den Fisch ohne Kopf, ne? Das ist ein Stern. Das ist eine ganze Muschel. Das ist. Das könnte theoretisch der Ast sein, aber es sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Oktopus, Seestern, keine Ahnung. Das könnte natürlich auch ein Ast sein, wobei. Hä, was zum Geier ist? Was soll das denn darstellen, bitteschön? Kann mir das mal jemand sagen von euch? So gut ihr das halt sehen könnt. Was zum Geier soll das denn sein? Also auf jeden Fall kein Fisch. Ja, das ja wohl auch nicht. Was auch immer, ja, einmal mehr. Was zum Geier ist das? Kein Plan. Und hier. Puh. Das sieht aber für mich auch eher aus wie ein überdimensionaler Wurm und nicht wie ein Fisch. Ich meine, klar, mit ein bisschen Fantasie könnte man sich hier vielleicht noch die Schwanzflosse so ein bisschen denken. Ja, und der Kopf scheint zu fehlen, also ich sehe hier auch keine Augen. Das heißt, hier sollte wahrscheinlich noch ein Kopf sein. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ja, und hier war das mit dem Ast, ne? Ja, das ist ja ein ganzer Baum oder ein Strauch. Das ist ja kein Ast. Das ist auch eher, ich glaube, das ist so eine komplette Muschel, oder? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, was das sein soll, das sieht eher aus wie so ein Baumstamm. Nicht wie ein Ast. Das sieht aus wie eine Seeschlange, so eine kleine, und auch nicht wie ein Ast. Also, meiner Meinung nach. Das ist der Stern. Ja, aber, also ganz ehrlich, ein Ast ist das halt auch nicht, ne? Ich möchte ja nicht meckern, aber okay. Ich versuch's trotzdem mal mit dem Symbol hier. So, der Stern, der müsste doch relativ einfach zu finden. Ja, hier. Ja, nu? Ivo, könntest du bitte ein bisschen mehr Interesse zeigen hier an dem, was ich gemacht habe? Auch wenn ich vielleicht etwas falsch gemacht habe. Hallo! Könntest du dich vielleicht mal umdrehen? Das ist unhöflich. Ja, weiß ich nicht. War das jetzt falsch oder was? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann wieder raus. Ach, nicht. Was ist das? Ist das ein Knopf? Hä? Ist das ein Knopf? Also ich kann jeden... auf jeden Fall kann ich irgendwas machen mit. Das müsste es sein. Okay. Die Tür hat sich geöffnet, Ivo. Ah. Das habe ich mir gedacht. Mit diesen Steinscheiben kann man Dinge im Tempel steuern. Oh Gott. Vermutlich eine Spielerei der Priester. Sesam, öffne dich und so ein Kram.
ja, anzunehmen. Aber schön, das hat tatsächlich funktioniert, auch wenn ich, wie gesagt, die Symbole, also ich finde jetzt, die sind schon so ein bisschen merkwürdig gezeichnet. Also das eine oder andere, mal abgesehen vom Stern. Und von der Schnecke, die konnte man auch ganz gut erkennen. So, genug gemosert, genug gemotzt. Wir übergeben das Ruder mal an Wilbur. Mal gucken, ob er da unten bleibt. Ja gut, der ist ja klein, der kann doch da durchkriechen, oder? Ach so, ach, das ist wieder Hintergrund hier, 2D und so. Ich dachte, das wäre ein Gang, also so ein Schacht. Ja gut, dann hat sich das ja erledigt. Was haben wir denn hier? Betritt die Plattform. Hä? Was ist das denn? Ach so. Ach nein, 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 nein. Ich glaube, das war falsch. Naja, aber zumindest sind wir schon mal bei Nate. Wobei, nee, da kommen wir nicht rüber wahrscheinlich, weil hier, ne? Was hat's denn hier? Ein Kopf. Sieht ein bisschen aus wie meine Tante Ethel. Nett? Nett? Moment, wir können hier auch... Nee, ich bleibe lieber hier. Ach. Wenn es da etwas Interessantes zu entdecken gäbe, hätte Captain Nate es gefunden. Er ist ein Profi. Ach so, ja, aber... Moment, habe ich jetzt hier Moment mal. Scheiße, ich glaube, ich habe das jetzt hier verkackt. Ganz salopp gesagt. Verdammt. Kann ich das wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen? Selbst in dieser Tiefe gibt es noch Wurzeln. Und wie es scheint, wollen sie noch weiter nach unten. Ja. Vielleicht könnte ich sie mit Captain Nates Hilfe sogar erreichen. Ach so, Moment. Ja, aber ich komme ja mit Nate jetzt nicht mehr rüber hier. Behaupte ich mal. Moment. Wir sprechen mal mit ihm. Captain Nate ist ein Profi. Er braucht meine Hilfe bestimmt nicht. Ach so, ich kann da doch noch vorbei. Okay, ja gut, dann sollte das jetzt nicht so das Problem sein. Ja gut, dann wechseln wir mal zu Nate. Und gucken mal, was wir mit ihm so Schönes machen können. Ach, wir können hier durch. Kann er durch? Ah, tatsächlich. Aber ein bisschen dunkel hier. Oh. Okay. Moment, du hast doch die Leuchtqualle gar nicht, oder? Hm, Dieb. Naja, egal. Sei's drum, was haben wir denn hier? Ein Rad. Ein großes Rad, das geradezu danach schreit, gedreht zu werden. Ach, nee. Leider ist da eine Metallschelle, die das Rad festhält. Das ist schlecht, denn wir haben auch so gar nichts im Inventar. Ich kann das Rad nicht drehen, solange diese Metallschelle das Rad festhält. Und ich sehe keine Möglichkeit, die Schelle zu öffnen. Ja, mit dir nicht. Mann, ist der nutzlos. Ich hoffe, das ändert sich nochmal. Der kann ja gar nichts. Oder will nichts. Je nachdem. Mal gucken, ob er mit Wilbur sprechen will. Hast du schon einen Weg hier rausgefunden? Nein. Was stehst du denn hier rum? Hopp, hopp. Hey? Nicht so unfreundlich. Kann ich mit dir die... Die Wurzeln hängen ziemlich tief. Aber immer noch zu hoch für mich, um an ihnen raufzuklettern. Ja, dann mach doch mal Teamwork. Die Wurzeln hängen ziemlich... Hallo? Gott. Nein, du sollst... Bleib doch hier, du Sack! Captain Nate, können Sie mich mal hochheben? Warum sollte ich? Ich kann dann vielleicht die Wurzeln da oben erreichen. Und dann? Dann kann ich mich hochziehen. Was bringt mir das? Naja, vielleicht finde ich einen Weg, sie hier rauszuholen. Also schön. Oh, also ich hatte gerade einen Bildfehler. Ich weiß nicht, wie das bei euch dann ankommt. Es hat funktioniert. Schon wieder einer. Ich spare mir das Jubeln für später auf. Ja gut, okay, dann habe ich das doch nicht verkackt, als ich noch dachte hier, weil ich die Plattform hier runtergebracht habe. Nein, nein, nicht. Ich will doch wieder mit, ich will doch wieder mit Nate. Genau. So, dann guckst du nämlich jetzt mal hier. Ach, du kannst gar nicht... Ach, du kannst hier gar nicht durch, oder was? Hm. Ja, ich dachte noch, weil, ne? Wilbur ja meinte, wenn es etwas Interessantes zu entdecken gäbe, hätte Nate das schon gesehen. Aber wir haben mit Nate ja noch gar nicht geguckt. Aber gut,
Okay, jetzt zu Wilbur und jetzt kann ich auch das machen, hoffentlich, was ich vorhin schon machen wollte. Jetzt kann ich hoffentlich Nate hier raufholen und was auch immer mir das bringen soll. Ach so, ja klar. Nate ist wahrscheinlich dezent schwerer als Wilbur. Wie mache ich denn das jetzt? Verdammt! Was hat's denn hier? Ach, da ist eine Luke. Warte mal. Eine Art Luke mit einem Rad. Ich schaffe es nicht. Ach, come on. Ja, super, dafür bräuchten wir wahrscheinlich Nate. Dafür bräuchten wir aber einen Gnom, der ein bisschen schwerer ist. Verdammt, wie... Hä? Es bringt mir halt nichts, jetzt mit Nate wieder runterzugehen, dann kommt zwar die Plattform wieder hoch, aber... Ja genau, und ich kann in der Zwischenzeit aber gar nichts machen. Moment, irgendwas mache ich hier falsch. Nein, 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 Wilbur, Wilbur. Aber was mache ich falsch? Er kann halt einfach echt durchgehen, ne? Das Rad ist oben mit so einem Metalldings gesichert. So kann man es nicht drehen. Kann ich das nicht irgendwie... Ich habe ja nicht mein Inventar. Das Rad ist oben... Ja, komm, Klappe. Vielleicht kann man den Mund öffnen? Geht nicht. Sieht ein bisschen aus wie... Ja. Boah, wartet mal. Besser wäre es ja, wenn... Hier sagst du mir eh wieder dasselbe, oder? Nee, ich bleib... Ja. Besser wäre es ja, wenn Nate oben wäre. Logisch, ne? Captain Nate ist ein Profi. Ja, von wegen. Von wegen. Puh. Bin gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Captain Nate? Ja, sorry, ich glaube, das war nicht ganz derselbe Satz, aber ich meine, ja, hier hat's echt Bildfehler. Krass. Wahrscheinlich gleich nochmal einen. Komm, das hatten wir vorhin auch schon. Danke. Ja. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier mit Wilbur draufsteige, ja, das ist ja klar, dann, hat's hier... Ach, Moment, da ist ein Stein! Das ist ein ziemlicher Brocken, aber ich könnte ihn vielleicht dennoch verschieben. Ja, okay, das macht dann natürlich schon Sinn. Moment, Mate. Ja, Mate. Nate, stell dich dann mal hier drauf. Bitteschön. Ja, dann macht's natürlich schon Sinn. Ich habe mich echt gerade gefragt, wie soll das funktionieren? So, und jetzt verschiebst du diesen Stein... Nochmal. Verschiebst du diesen Stein, bitteschön. Ja, und jetzt stellst du dich selbst drauf. Es klappt. Der Stein und ich sind zusammen schwer genug. Weg mit dir! Ohne Captain Nate komme ich da nicht dran. Wenn ich jetzt nach unten fahre, kann ich nie wieder hoch. Es gibt hier oben keine schweren Steine mehr. Ja. Ich sollte erst mal ganz sicher sein, dass es hier oben nicht noch etwas zu erledigen gibt. Würde mich interessieren, ob man somit das Spiel auch ruinieren kann. Wisst ihr? Also jetzt, wenn ich wirklich jetzt drauf trete. Trete, vor allem. Trete. Ob man dann gar nicht mehr weiterkommen würde. Mal sehen. Das war's. Die Luke ist offen.
So, du kommst aber jetzt nicht durch diese Luke durch. Das heißt, wir müssen jetzt müssen wir Wilbur wohl wieder hochholen. Ein kleiner Gang, der in einen Schacht führt. Aber ich kann mich nicht durch die Luke quetschen, ich bin zu groß. Ja, das dachte ich mir schon. So. Tja, Nate. Dann mach's dir mal gemütlich da unten. Wir gehen jetzt mit Wilbur hier durch. Und können dann vielleicht nach oben klettern. Ich hab's echt ein paar Bildfehler ständig, schon wieder. Ich hoffe, das ist nicht ein Zeichen, dass mein PC in die Kiste springt. Das wäre schlecht. So. Dann mal hoch hier. Das ist ja süß. Aber die Bildfehler sind echt gerade ein bisschen nervig. Ja, aber ich werde sowieso gleich mal einen Cut machen. Ich werde jetzt zwar nochmal versuchen, kann ich hier noch weiter hoch? Die Leiter führt ins Dunkel. Und da oben wird der Schacht nochmal schmaler. Ja, aber du kannst doch sicher nochmal rauf hier, oder? Tja, geht doch. So, wo kommen wir jetzt raus? Okay. Hi, Ivo. Wilbur. Ich habe eine verborgene Leiter gefunden. Sie hat mich hierher geführt. Gut gemacht. Was glitzert bei dir da oben so? Ja, das wissen wir doch schon. Das hier, ein Kristall. Wirf ihn mir bitte runter. Ich habe eine Idee, wofür der gut ist. Ach nee. Ich muss weiter. Abenteuer erleben, Fallen umgehen, Geheimnisse enthüllen. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt, mein Kleiner. Na, geh doch nicht wieder raus. Blödes Mädel. Ja, aber Moment, wie komme ich auf die andere Seite? Versteht ihr? Na gut, aber ich denke, ich werde jetzt auch mit Wilbur hier rausgehen. So, dann werde ich nämlich jetzt noch mit Ivo kurz diesen Kristall einsetzen, aber es wird uns wahrscheinlich nicht viel bringen. Wir brauchen ja noch einen Kristall. Aber wie wir an den kommen, das ist mir dann doch ein kleines Rätsel. Welches wir hoffentlich das nächste Mal lösen werden. So, da ist der Kristall. Ich glaube, wo wir den einsetzen, ist ja auch Bombe dann, oder? Hoffe ich mal. Dann mach mal hier. Aha. Die Erleuchtung, wortwörtlich. So, ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Und wir werden uns beim nächsten Mal sehen, wie wir an den anderen Kristall kommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ach, wir haben ja auch gar nichts mehr im Inventar. Sehr schön. Nein, du sollst nicht wieder reingehen. Doofes Mädel. Doofe Elfe. Bleib draußen. So. Jetzt gehst du mal wieder hier in Position. Gesellst dich zu Wilbur. Sprechen wir das nächste Mal mit ihm. So. Gut, meine Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dem Part. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Langsam geht's voran, aber wer meine Let's Plays bislang geguckt hat, der weiß, dass das eigentlich Standard ist bei mir. Ja, von daher bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.